sagt, das hätten wir eigentlich gewinnen können, dann hätten wir vielleicht das Final Four erreicht. Hier sehen wir die Startaufstellungen links von den Madrilenen mit Azofra, Thompson, Jiménez, De Miguel und Harper Williams. Und bei den Berlinern, das ist die altbekannte Formation mit Obradovic, mit Henrik Rödel, mit Wendell, Alexis, Henning Harnisch und mit Sascha Hubmann. Also die Berliner von links nach rechts in den dunklen Trikots für alle diejenigen, die nicht unbedingt Alba Berlin an der blonden Sturmfrisur von Henning Harnisch erkennen. Und die erste Aktion von Sascha Hubmann unter dem Korb lässt direkt die Richtung erkennen. Unter dem Korb will man nämlich heute gewinnen. Der Fehlwurf bei Madrid und der erste Rebound bei Berlin. Jarauf, worauf sollten Sie achten, liebe Basketballfans? Also Berlin mit der Marschrichtung. Kontrolle der Rebounds, alle Fehlwürfe landen in unseren Händen und Nummer zwei, wir haben die längeren Leute. Berlin ist im Schnitt 6 cm größer als die Mannschaft von Estudiantes, also sind wir unter dem Korb stärker und das sollten wir nutzen. Dementsprechend dieses Anspiel von Wendell Alexis auf Sascha Hubmann und da haben wir ihn schon, den Center mit der Nummer 11. Er ist heute ganz besonders gefordert, denn wenn man mal die Madrilenen sich genau anschaut, die Spanier, sie haben eigentlich keinen Mann, der so richtig gegen Hubmann verteidigen könnte. Das ist Jiménez. Oh, ein Airball schon zu Beginn des Spiels. Das nimmt einem Spieler meistens häufig das Selbstvertrauen für die nächsten Aktionen. Henning Harnisch. Sascha Obradovic, der Spielmacher, der Denker, Lenker, körperlich sehr stark. Allerdings manchmal mit kleinen Schwächen aus der Distanz. Ja, und Harnisch, der noch eine Rechnung offen hat mit den Spaniern nach der schwachen Vorstellung im Hinspiel. Aber der Weg geht über Sascha Hubmann, der dritte Angriff der Berliner und zum dritten Mal suchen sie als die erste Option. Hier haben wir den Coach der Spanier, José Hernández, als erste Option im Abschluss. Ihren längsten Sascha Hubmann. 2,16 Meter und dafür an die Freiwurflinie. Das ist anerkanntermaßen ein Drama. Und da hat er schon so manche wichtige Punkte vergeben an dieser ominösen Freiwurflinie. Merkt man schon im Bewegungsablauf, dass das nicht so rhythmisch, nicht so stimmig ist und leider vergibt er auch hier beide Chancen. Chandler Thompson auf die Nummer 4 bei Madrid. Auf den Mann sollten Sie achten. 1,95 ist er groß, aber er springt, als ob man glauben könnte, Sprungfedern sind das Mindeste, was er in den Unterschenkel hat. Abgelegt auf die 14, auch das ein interessanter Mann, Ignacio de Miguel. Die Spanier im Vergleich zum Hinspiel damit auf zwei Positionen in der Startformation verändert, eben mit Ignacio de Miguel und mit Carlos Jiménez. Ja, und da haben wir Henrik Rödel. Die dicken, fetten Schlagzeilen heute in der Berliner Bild-Zeitung über Henrik Rödel. Er ist der Kettenhund für Chandler Thompson. Und wenn die Basketball-Experten so ein wenig auf ein Duell achten wollen, dann bitte auf die 4 bei Berlin gegen die 4 bei Madrid. Rödel gegen Thompson, aber diese Punkte macht erst einmal 13. Nacho Azofra, so etwas wie die rechte Hand des Trainers bei Madrid. Ja, an der Grenze zum Offensivfoul. Das war Offensivfoul, eine korrekte Entscheidung. Wendell Alexis läuft da in den Verteidiger hinein. Schauen Sie, ja, die 4. Chandler Thompson hat eindeutig Verteidigungsposition eingenommen gehabt. Fing gut an, aber dann jetzt schon seit 1:30, 2 Minuten ein mittelschwerer Durchhänger. Madrid bestimmt das Spiel, Chandler Thompson und dann von außen 3 Punkte. Carlos Jiménez, aber der Rebound bei Rödel. Schön gespielt in diesem Fall und dann springt Harnisch noch in den Gegenspieler hinein. Darf an die Linie natürlich nach dem Foul von Jiménez. Aber da hätte er eigentlich nicht nach vorne springen sollen, sag ich mal einfach als Oberschullehrer hier am Kommentatorenplatz, sondern
seine Größenvorteile in diesem Fall ausnutzen können und den Korb direkt versuchen zu erzielen. Aber Henning Harnisch hochmotiviert. Die Mannschaft hat sich erholt nach einem stürmischen Anflug auf Madrid. Die wurden durchgeschüttelt in der Maschine. Schwere Unwetter unterwegs und da hat so mancher in der Maschine also grüne Wangen bekommen. Aber alles überstanden. Man ist wieder fit und Sascha Hubmann mit dem Block. Der Trainer der Berliner, Svetislav Pešić. Und unter dem Korb Chandler Thompson mit dem Fehlwurf. Gut zu sehen für Berlin, dass Thompson da verwirft, denn er war der spielentscheidende Mann im Hinspiel und im Gegenzug. Und auch das wird jeden Berliner Basketballfan erfreuen. Zwei Punkte von Henning Harnisch. Das Gegenteil von Chandler Thompson im Hinspiel. Derjenige, der wohl am meisten enttäuscht hat bei Berlin. Da haben wir das Duell. 4 gegen 4. Rödel gegen Thompson. Spezialvideos hat Pešić zusammengestellt über Chandler Thompson. Hat sie Henrik Rödel noch mit aufs Hotelzimmer gegeben, damit er seine Kettenhundfunktion erfüllt. Das Foulspiel, deswegen beschwert sich hier Nacho Zofra, geht gegen ihn, weil er beim Rebound da gedrängelt hat. Der Siegbringer vom vergangenen Mittwoch. Uns allen klingen noch die Worte unseres Kommentators in den Ohren. Halten Sie mich für verrückt. Ich raste aus nach dem Dreier von Alexis gegen Piräus. Heute eine ähnlich schwere Aufgabe für Berlin. Räumt da ordentlich auf in der Defense. Sascha Hubmann, gut zu sehen, dass er da exzellent postiert ist. Und da kommt er nicht dran und der Tip-In und die Punkte werden diesem Mann zugeschrieben. Chandler Thompson. Ja, die Namen Thompson und Harper Williams, die werden wir heute Abend sehr häufig hören. Die beiden Amerikaner, die absolut dominierenden Figuren im Team bei Madrid. Rödel, nicht sein Ding normalerweise von draußen, aber es zeigt davon, dass er sich viel vorgenommen hat für den heutigen Abend. Ballbesitz weiter für Alba. Und Rödel zeigt an seinen Kollegen, welche Angriffsformation er da wünscht. Ja, Offensivfoul von Henning Harnisch. Auch zum zweiten Mal von den Referees diese Entscheidung gegen Alba Berlin vollkommen korrekt. Stößt er mit dem linken Arm seinen Gegenspieler um, um sich da einen Platzvorteil zu schaffen auf dem Weg zum Korb. 5 Minuten gespielt, Estudiantes führt 8-7. Und irgendwie liegt es an meinem Gefühl, ich weiß nicht, es wird wohl eine ganz spannende Sache. Berlin merkt man in der Defense gut postiert, bei den Rebounds gut postiert, aber die Madrilenen jetzt aus der Distanz etwas stärker durch eben jenen Mann, der von der Bank in die Startaufstellung gerückt ist, durch Carlos Jiménez. Jetzt Jiménez mit dem Foul. Ich meine, das Foul war von Jiménez oder von Ignacio de Miguel gegen Wendell Alexis. Da darf er an die Linie. Da das Foul. Ja, Jiménez hat da ordentlich gestanden unter dem Korb. In den Arm gegriffen. Samstag Topscorer gegen Trier, Wendell Alexis. Überhaupt übernimmt er momentan sehr viel Verantwortung im Team bei Berlin. Gefordert, eingefordert kann man sagen vom Coach, von Pešić, dass der Amerikaner da ein bisschen mehr macht. Vor allen Dingen auch in der Defensive, aber da der Blockversuch von Sascha Hubmann. Eigentlich gut postiert und ich sag mal, schwer zu entscheiden aus unserer Perspektive, ob das jetzt Foul war oder nicht. Da erwischt er ihn doch links am Unterarm, aber ein guter Versuch von Hubmann da, fast sein dritter Block bereits in diesem Spiel. Und es hat sich schon gelohnt, dieses Foul. Der erste Freiburg.
Freiwurf von De Miguel. Daneben, einer setzt. Wurde er abgeschlossen, sag ich mal. Nicht die Spielweise, die Alba eigentlich hier spielen wollte in Madrid, nämlich die langen Kerls zu suchen, insbesondere Hubmann unter dem Kopf. Schön beim Rebound zugegriffen von Hubmann. Ordentliche Partie da in der Defense. Rödel und Harnisch gegen den Rest. Und wieder Offensivfoul. Das läuft dumm in der Anfangsphase. Für Berlin das dritte Offensivfoul bereits. Und auch diese Entscheidung absolut korrekt. Ganz deutlich zu sehen, wie die 10, wie Carlos Jiménez da wirklich minutenlang Verteidigungsposition einnimmt und Rödel erkennt es nicht, springt in seinen Gegenspieler hinein. Schönes Laufanspiel auf Thompson. Sechs Punkte bereits für Chandler Thompson. Knapp die Hälfte aller Punkte von Estudiantes und das Foul von Jiménez, der dürfte jetzt auch schon sein zweites haben. Na, das erste. Stimmt, das eine habe ich ihm ja fälschlicherweise zugerechnet. Schöne Aktion von Harnisch. An ihm merkt man, dass er motiviert ist, aber vielleicht ein klein wenig zu viel. Bisher von ihm, 1 von 3 aus der Distanz, aus dem Feld, die Quote von ihm, das war die Einblendung gerade und hier macht er 1 von 2 frei. Na, lief er da nicht auf der Linie rum, auf dem Weg zum Korb und dann der Rebound, zumindest das funktioniert und das gibt mir etwas Ruhe hier am Kommentatorenplatz, denn die Rebounds, die nun nicht so gut funktioniert haben im Hinspiel gegen Madrid, die sind zumindest heute bei Berlin einigermaßen sicher, aber dafür stimmt die Abstimmung in der Offensive noch überhaupt nicht. 3 Offensivfouls, 2 Ballverluste und bisher auch nur 10 Punkte für Alba Berlin. Nacho Azofra gegen Sascha Obradovic. Und mit ihm haben sie nicht gerechnet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mit Ignacio de Miguel nicht gerechnet haben heute in der Startaufstellung. Und dementsprechend haben sie Schwierigkeiten, ihn zu verteidigen. Ich möchte da keinen direkt ansprechen. Aber sehen Sie mal, ein Rödel zum Beispiel, der sollte sich nicht um diesen Herrn kümmern. Jetzt schnell das Anspiel wieder nach vorne und das Foul von der Nummer 4. Ja, das ist nicht Sascha Hubmann gewesen mit dem Foul. Ich meine, da war Henrik Rödel. Numero 4 und da reicht mein Spanisch gerade noch, um zu sehen, dass da ein Estudiantes Madrid führt, aber Alba Berlin macht bisher einen etwas zurückhaltenden Eindruck, so ein ganz klein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange, sag ich mal. Spielerisch können sie mit diesem Team mithalten, das war schon deutlich im Hinspiel zu merken, aber halt auf dem Parkett bietet sich zurzeit ein anderes Bild. Das waren im Übrigen die ersten beiden Punkte von Harper Williams, dem eigentlichen Topscorer von Madrid. Der erste Angriff nach einer Auszeit, kann man immer gut erkennen, was hat der Coach denn da gefordert. Und man sieht, wieder wurde der lange Mann angespielt, wieder Sascha Hubmann, der allerdings abgewehrt wurde. Und jetzt haben wir wohl das zweite Foul von Jiménez. Nein, ist das wieder nicht Jiménez. Also wenn deine Mutter zuhört, ich habe nichts gegen ihren Sohn. Aber das Foul war vorher gegen Nacho Azofra.
haben wir Sascha Obradovic an der Freiwurflinie. Ein sehr sicherer Schütze aus dieser für viele Spieler so kritischen Distanz. Ja, da können Sie ruhig Zonenverteidigung spielen, die Berliner. Aber wenn Sie da vergessen, die Hintertür zuzumachen und da kommt dann ein Chandler Thompson herangesprungen, dann kann natürlich ein Henning Harnisch nur noch mit Foulspiel sich erwehren. Henrik Rödl hat da überhaupt nicht auf seinen Gegenspieler aufgepasst. Deswegen jetzt die beiden Freiwürfe von Thompson. Aber die Quote von der Linie bei beiden Teams nicht so schön. Im Übrigen die Statistik und Puntos, das sind die Punkte, und Rebotes, das sind die Rebounds. Ja, man lernt noch was bei diesen Übertragungen aus Spanien. Also in der Offensive, da bin ich ganz ehrlich, erschreckend schwach, Alba Berlin, was sie da präsentieren. Läuft überhaupt nicht zusammen und hier wird Kunstbasketball zelebriert. Was für ein Anspiel da von Harper Williams auf Ignacio de Miguel hinter dem Rücken und an 25 Gegenspielern vorbei. 1, 2, 3, 4, 5, da kommt man mit dem Zielen gar nicht nach und Hubmann streckt den Ellbogen raus. Aus der Kategorie die dummen Fouls beim Basketball, wollte er den Kopf verhindern, aber gerade ein Spieler wie Sascha Hubmann, der eh anfällig ist für Fouls, sollte sich solche Dinger verkneifen. Oh, 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 Offensiv-Rebound von Carlos Jiménez. Und da stehen 15 Blaue drumherum und gucken zu, wie sich der Spanier den Rebound holt. Also mal im Ernst, liebe Berliner, 21 zu 12 gespielt sind knapp 10 Minuten in der ersten Halbzeit. Da hat die Standpauke von Svetislav Pešić gerade nichts genutzt in der Auszeit. Im Gegenteil, seit dieser Auszeit kommen mir die Berliner noch sehr viel unkonzentrierter vor als vorher. Jetzt in der Defense mal wieder ein Ballgewinn und Obradovic. Da zuckt es förmlich und eine Liga, die Sendung für die größte Randgruppe in Deutschland für alle Fußballfans. Freitag 21.30 Uhr. Hattrick, die zweite Liga im Dienst. Eine freundschaftliche Geste, was man gerne sieht, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Alba Berlin hier mit freundschaftlichen Gesten überhaupt nicht weiterkommt. Das Foul geht an De Miguel. Ja, und 15 zu 0 Punkte in Folge in diesem Spiel. Katastrophal für Madrid und dann fast schon wie eine Erlösung mal wieder zwei Punkte durch Sascha Obradovic. 21-14. Ja, das Foulspiel, da zuckt er zusammen. Obradovic, erste Foul, und weil die Berliner bereits so viele Mannschaftsfouls haben in dieser ersten Halbzeit, gibt es dafür Freiwürfe. Ja, da erwischt er ihn am Oberarm. Carlos Jiménez, 4 Punkte, 2 Rebounds und erst ein Foul für die Nummer 10. Ja, und da kommt der Sohnemann. Marco Pešić wird vorbereitet von seinem Vater auf seinen ersten Auftritt hier in Madrid bei der heutigen Partie. Kommt entweder für Obradovic oder für Henrik Rödl.
fast aus der gleichen Situation jetzt in Folge Punkte für Alba Berlin. Ja, Chandler Thompson, er lehnt sich ziemlich auf den Gegenspieler auf. Aber zum Glück haben sie die Rebounds. Und da hat Henrik Rödl gesehen, dass der Weg frei ist zum Korb. Ja, und da läuft ja doch noch was zusammen bei Alba Berlin. Ganz plötzlich hier schnelle 6 Punkte hintereinander. 23 zu 18. Da sieht das Ganze schon wieder etwas freundlicher aus. Nachdem man zwischenzeitlich hier ärgste Befürchtungen haben müsste. Da kann man ruhig mal 3 Sekunden pfeifen, liebe Schiedsrichter. Chandler Thompson mit dem Park schon auf dem Rücken. Wartet in aller Seelenruhe, bis das Anspiel kommt. Trotzdem die Punkte. Sehr schön. Fehler von Arik Babu. Und ein ganz schlechtes Abspiel, schön gesehen von Obradovic. Also den wird der Ball ja fast in die Hand gelegt. Und was für ein Block gegen Obradovic. Vom Sprungwunder von Chandler Thompson. Ja, auch das war heute noch zu hören aus Reihen von Alba Berlin. Sie haben selten einen Spieler gesehen. Da klang es unisono wie ein Chandler Thompson, der so gut springen kann. Er ist ja nur 1,95 Meter groß, aber wenn er zum Korb steigt oder in diesem Fall hier zum Gegenspieler, um zu blocken, da denkt man wirklich, er wird 2,20 Meter groß. Haben wir Marco Pešić? Und Arik Babu, ganz selbstbewusst, trotz seines Airballs gerade, macht er die beiden Punkte. Und in der Offensive, da können wir froh und glücklich sein, läuft es seit einigen Minuten eindeutig besser. Da hört man die Rufe von der Bank, von Svetislav Pešić an seinen Sohn Marco. Marco mit der Nummer 7 bei Alba Berlin. Der vor allen Dingen in der Defense, wenn er in der Defense dann spielt, immer auch Zeichen und Befehle von seinem Vater bekommt. Denn ganz klar die Devise ist, wenn Pešić kommt, für so verteidigungsstarke Spieler wie Obradovic oder wie in diesem Fall für Henrik Rödl, dann darf er zurück in Madrid. Und das, die Großwetterlage, die ja über weite Teile Süddeutschland katastrophal ist, in Madrid für Berlin gar nicht mal so schlecht nach dem zwischenzeitigen Tief. Nun doch wieder ein Hoch, obwohl Madrid noch führt mit 25 zu 20. 7 Minuten vor dem Ende und ein Fastbreak-Spiel abgeschlossen. Aber dann doch nicht von Juan Aissa. Stattdessen Fastbreak auf der Gegenseite und Obradovic macht die beiden Punkte. Also Fastbreak von Madrid unterbunden und das will man ja auf jeden Fall, denn Madrid ist ein sehr schnelles, sehr Fastbreak-starkes Team. Aber das haben sie ganz gut im Griff. Erlauben wenig Fastbreaks bisher. Ah, da stehen sie aber noch stundenlang in der Zone rum. Auch wieder ein Harper Williams. Also mindestens 3 Sekunden, aber auch in diesem Fall nicht gepfiffen. 27-22 für Madrid. Schönes Anspiel Obradovic auf Wendell Alexis. Sehr viel variantenreicher jetzt in der Offensive Alba Berlin. Chance für Alba Berlin. Ja,
kommt das Foulspiel. Und es gibt zwei Schuss für Alba Berlin. Ein Foulspiel da abseits vom Ball. Und da haben wir Carlos Jiménez. Das zweite Foul. Ich hab's doch gewusst. Der Berliner bisher, Wendler Alexis mit 8 Punkten und 27, 26, 5,14 vor dem Ende der ersten Halbzeit. Da kann Harper Williams Dreier werfen, pardon, Chandler Thompson, wie er will. Die Berliner sind wieder dran. Jetzt mit Öztürk und Arik Babu da, seit einiger Zeit unter dem Korb. Ja, Partial hat Estudiantes 4 und Alba 12. Ja, Öztürk unter dem Korb. Ja, eine Integrationsfigur haben sie ihn genannt. Tioman Öztürk ist der mit der Nummer 9. Die gute Seele im Team. Der gebürtige Berliner, türkischer Eltern. Unverzichtbar in der Mannschaft. Jetzt wäre allerdings etwas Defense angebrachter gewesen. Chandler Thompson hatte da nun wirklich alle Freiheiten und macht seinen 11. Punkt. Einer der erfahrensten im Team bei Madrid. Rafa Vecina, der Centerspieler. Aber es gibt halt jetzt immer Freiwürfe nach Foul. Beide Mannschaften haben zu viele Mannschaftsfouls in dieser Halbzeit. Und Obradovic, da kann man immer ziemlich beruhigt zuschauen. Eigentlich ein sicherer Schütze. Hoppala, aber dafür der Rebound. Und Obradovic für 3. Das ist die Führung und die Menschen vorne auf der Journalistentribüne. Da sind direkt 2 kopfüber nach vorne gefallen und sind schockiert über die Leistung ihrer Mannschaft in den letzten Minuten. Wenn ich mal davon ausgehe, dass es spanische Kollegen sind, die sich da echauffieren über die Leistung ihrer Mannschaft. Foulspiel. Viele Fouls in dieser ersten Halbzeit, diesmal von Wendell Alexis. Und auch hier heißt das Spielchen wieder an die Freiwurflinie. Obradovic nimmt die Pause und Alexis mit dem 2. Also außer an der Freiwurflinie nicht allzu viel zu sehen. Von Williams und eine kleine Störung aus Spanien zwingt uns zu einer kurzen Pause. Zumindest einige Eindrücke aus Madrid, die allerdings negative Art sind von Harper Williams. 8 Punkte bisher von ihm und da hat er seinen massiven Körper unter dem Korb eingesetzt. Ganz enge Sache, Madrid wieder vor, Wendell Alexis. So stark in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche, am Mittwoch gegen Piräus aus der Distanz. Von den Berlinern. Schönes Fastbreak-Spiel nach dem Ballgewinn in der Defensive. Das Foul dann von Chandler Thompson hier gegen Steven Arik Babu.
viel weniger abzulesen, wo da die Stärken und Schwächen der einzelnen Teams sind. Allerdings ist die Partie auch vom Ergebnis her fast ausgeglichen. Allerdings Berlin ganz klar hier mit dem Aufwärtstrend. Arik Babu bekommt jetzt wieder mehr Spielzeit bei Alba Berlin. Da war man sich am Anfang der Saison ja nicht so sicher. Mensch, wenn der Steven Arik Babu nicht so viel Spielanteile bekommt, dann fängt er irgendwann an zu meckern vielleicht. Aber mittlerweile hat er sich sehr gut eingefügt in das Team und sich sehr gut entwickelt. Sorgt mit zwei Freiwürfen für die Führung und muss dann doch wieder auf die Bank. Jetzt also Rödel, Pejic, Alexis, Öztürk und Henning Harnisch für Alba Berlin. Und sie fangen an, von draußen zu werfen. Juan Aissa, bisher sehr ruhig in diesem Spiel. Ein sehr guter Schütze aus der Distanz. Na, am Schrittfehler da Henrik Rödel mit dem Trippelschritt. Alexis. Auch wieder an der Grenze eines Offensivfouls. Ähnliche Situationen wurden jetzt zu Beginn abgepfiffen. Öztürk profitiert vom Anspiel des Amerikaners. 36 beide. 1:40 vor dem Ende der ersten Halbzeit. Zonenverteidigung bei Alba Berlin. Das erzwingt meistens Distanzwürfe, aber vielleicht ist das jetzt gerade die falsche Waffe in der Defense, denn nun trifft auch Nacho Azofra. Zwei Dreier hintereinander. Meistens ein Zeichen für den Trainer, dass er dann doch wieder in der Verteidigung umstellen sollte. Aber er hält gegen Marko Pejic, der König von Berlin, von der vergangenen Woche, als er den Anschluss schaffte in der Schlussphase. Henning ruft er und ruft seinen Mannschaftskameraden zu, dass da in der Defense möglicherweise falsch rotiert wird. Und der dritte Dreier hintereinander, zwei schon von Nacho Azofra. Jetzt muss reagiert werden in der Defense. Da stimmt was nicht. Alexis. Pejic wieder drei. Wenn er trifft, das wäre wichtig. Und er bekommt das Foul und darf an die Freiwurflinie. Und da unterhalten sie sich. Ich denke mal in ihrer Heimatsprache. Obradovic und Pejic nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Training unterhalten sie sich meistens. Serbisch, flachsen sehr viel und sind auch sehr engagiert im direkten Duell gegeneinander. Marko Pejic hier mit der 7. Jordi nennen sie ihn, der Spitzname innerhalb der Mannschaft zumindest, weil vieles an Jordi Cruyff erinnert. Johan Cruyff, der Trainer bei Barcelona im Fußball, Jordi Cruyff als Spieler, und viele sagen, na, der Jordi spielt da bei Barcelona nur, weil der Vater Trainer ist und deswegen haben sie ihm auch den Spitznamen gegeben. Aber Marco sagt, das ist längst nicht mehr, aufgrund meiner Leistung stehe ich verdient in diesem Team, und damit hat er vollkommen recht. Eine große Nachwuchshoffnung auch für die deutsche Nationalmannschaft auf der Aufbauposition, Marko Pejic von Alba Berlin. Schön aufgepasst von Henrik Rödel, hat sich da direkt vor den Gegenspieler gestellt, den Pass abgefangen. Und jetzt, das kann er ja, ist ja ein guter Aufbauspieler, inszeniert er den Angriff, Pejic sieht Alexis und Schrittfehler. Schade, da schließt er auch noch erfolgreich ab. Aber vorher halt abgepfiffen, die Punkte zählen selbstverständlich nicht. Nach dem Schrittfehler. Eine Sekunde, das wäre natürlich wichtig gewesen, die beiden noch zu machen, und da wird fast nichts mehr raus. Der Wurf aus der Distanz von Gonzalo Martinez bringt dann nichts mehr. Eine interessante erste. Que descanse. Ah, esto no tiene buena pinta. Sígueme. Jetzt also die zweite Halbzeit.
und die Chance, die Führung zu erzielen. Henning Harnisch, der nach 4 Punkten in der ersten Halbzeit ruhig mal ein bisschen mehr zeigen könnte. 16 waren es am Samstag gegen Trier und sein erster Wurf. Ein Fehler. Ja, die ersten Aktionen in einer Halbzeit sind natürlich immer besonders wichtig für einen Spieler. Selbstvertrauen, das Gefühl, wie komme ich aus der Kabine, bin ich gut drauf, wackelt meine Hand, denke ich möglicherweise an die falschen Dinge, wenn ich werfe. Kann man häufig ein ganzes Spiel daran ablesen, wie gut ein Spieler drauf ist oder nicht. Anspiel unter dem Korb, ja, das war faul, da muss ich Harper Williams recht geben, der Blick zum Schiedsrichter. Schon berechtigt, da wird geschoben und gedrängelt über Aldi an der Kasse. Aber er macht die beiden Punkte 44-41. Also das sieht nicht so aus, als ob sie da unbedingt Sascha Hubmann suchen wollten, der sich da doch sehr weit weg vom Korb platziert hat. Ich bleibe dabei, ich denke mal, die Punkte sollen im Wesentlichen unter dem Korb erzielt werden bei Berlin. Und dann muss man halt die langen Kerls anspielen, all dieweil sie Sascha Hubmann zum Beispiel heißt. Oder auch Henning Harnisch unter dem Korb, da 2,2 Meter groß. Und Henrik Rödel aus der Halbdistanz. Fehler und Rebound von Chandler Toms. Fehler von Aissa aus der Distanz, Rebound. Obradovic und schönes Dribbling von Sascha Obradovic. Die Qualitäten eines guten Spielmachers. Schönes Dribbling von links nach rechts auf die Hand gelegt und abgeschlossen. Lass ihn schießen, lass ihn schießen. Da hört man richtig die Kommandos innerhalb der Mannschaft. Ja, vor Chandler Thompson haben sie keine Angst aus der Distanz. Und dann noch der Fehler und Harnisch macht die beiden Punkte. Ein ganz wichtiger Angriff vielleicht für die Berliner. Gute Abstimmung in der Defense und den Fast Break gelaufen. Davon gibt es Selbstvertrauen, wenn sowas gelingt. Und die Führung noch dazu. 17:40, allerdings die Strecke, sie ist noch lang zum Sieg in Madrid. Harper Williams mit dem Fehler. Foulspiel. Haben sie Angst gehabt? Und Gonzalo Martinez mit dem Foul. Oh, da kann man auch Foul pfeifen. Gegen Chandler Thompson hat er ihm noch schön einen mitgegeben auf den Arm, im Henning Harnisch. Tip-in von Wendell Alexis. Offensive Rebound und 2 Punkte können wir eintragen in die Statistik des 32-Jährigen. Ja, wenn sie jetzt noch anfangen, am offensiven Brett hart zu attackieren und gut zu arbeiten, dann könnte das eine tolle zweite Halbzeit werden für die Berliner. Doppel gegen Chandler Thompson. Hakenwurf, ja, es ist schwer, so ein Hakenwurf. Und dann der Rebound dazu von Sascha Hubmann, das Foulspiel. Das sehen wir noch einmal. Hubmann greift zu und wird ihm den Ball aus der Hand geschlagen von Chandler Thompson. Zweite Foul. Alexis aus der Ecke, 3, aber wie schon in der ersten Halbzeit, die Berliner aus der Distanz von der 3-Punkte-Linie nicht besonders treffsicher. Harnisch in der Nähe des Schrittfehlers durchgesteckt auf Sascha Hubmann. Die Punkte zählen und das Foul dazu von Ignacio de Miguel. Freiwürfe für Hubmann. Schön gemacht von Harnisch. Und da meine ich, aber er hat den rechten Fuß, sein Standbein hat er stehen gelassen und das hat ihn wahrscheinlich vor dem Schrittfehler da gerettet. Auszeit so verläuft wie die letzte in 1:47. Dann gibt es keine Punkte mehr von Estudiantes Madrid zu sehen in diesem Spiel. 8:0 der Lauf für Alba Berlin in der eben genannten Zeit. Und Sascha Hubmann bei seinem Lieblingsspiel. Und das ist ironisch gemeint natürlich von mir. Der Freiwurf geht auch diesmal daneben. 44.
48-49. Die höchste Führung bisher für Alba Berlin und Alley-oop im Spiel auf Chandler Thompson. Das war natürlich à la Bonheur. Schöner Pass von Gonzalo Martinez. Immer wieder der Blick zum Schiedsrichter von Chandler Thompson. Und der fragende Blick, war da nicht ein Foul spielbar? Alexis, schöne Defense gegen Wendell Alexis, gegen beide Amerikaner musste er sich da wehren. Aissa. Hoffentlich jetzt kein Bruch im Spiel, der Berliner nach der Auszeit. Ja, der kann werfen, Juan Aissa, der ist so unglaublich gefährlich aus der Distanz. Und da dürfen sie natürlich nicht in der Defense sagen, schießen lassen, denn Juan Aissa, er ist ein Spezialist von draußen. Oh, Alexis, zweiter Ballverlust, aber da hat er wohl auch eine Hand ins Gesicht bekommen. Verwirrung aller Orten in der Defense und auch jetzt bei Berlin. Denn was ist da genau mit Wendell Alexis passiert? Er hat wohl die Finger seines Gegenspielers da in die Augen bekommen. Das war bereits vorher. Danach der Pass von Harnisch auf Hubmann. Die beiden Punkte zählen natürlich. Das Spiel war nicht unterbrochen. Und das sind natürlich Bilder, die an den ehemaligen Berliner erinnern. An Stefan Beck, der ebenfalls mal einen Unfall hatte, sag ich mal so im Spiel, Finger eines Gegenspielers ins Auge bekam. Damals im Trikot von Alba Berlin. Und das war eine ganz, ganz böse Geschichte. An den Folgen hat er zum Teil heute noch zu leiden. Aber hoffen wir nicht das Schlimmste für Wendell Alexis. Kaltes Wasser und ein Handtuch helfen hoffentlich. Heu, weh, gelfen. Kommt Steven Arikbabu für Alexis. Da wird das Team sogar noch größer durch seine Einwechslung. Noch einmal zur Erinnerung, die Berliner im Schnitt 6 cm größer als Estudiantes Madrid. Da wird man ja also als Basketballleihe sagen, Mensch, die sind doch größer. Und ich denke, wer der Größte da ist, der gewinnt, der kriegt den Ball. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Madrid zum Beispiel aus der Distanz eigentlich ein relativ gutes Team. Und aus der Halbdistanz Harper Williams. 12 Punkte von ihm. Ihr Topscorer, auch in der spanischen Liga. Und die Behandlung, ja, unterm Auge wohl hat sie ihn erwischt. Foulspiel an Rödel durch Aissa. Da hat er schon gedacht, dass der Schiedsrichter pfeifen wird. Schauen Sie mal, Aissa, ja, das ist nicht mehr Sinn. Er geht direkt zum Schiedsrichter hin danach, um zu sagen, das war doch kein Foul. Aber hier ein ganz schneller Einwurf auf Sascha Obradovic. Und 2 Punkte, das ging falsch schnell jetzt. Gut gesehen, die Lücke in der Defense. Berlin wieder mit 2 Punkten vor. Aber verliert Harper Williams den Ball. Gute Phase jetzt von Alba Berlin. Immer im Hinterkopf behalten für alle Fans von Alba. Beide Teams sind punktegleich in dieser Gruppe B. Und wer hier gewinnt, das ist schon eminent wichtig für den weiteren Verlauf in dieser Gruppe. Das Foul von Sascha Hubmann, Nummer 3 ist das für den Center. Tja, da war bestimmt zu 80-90% die Hand nur am Ball, aber der Rest, da hat er ihn auch noch am Körper getroffen. Chandler Thompson an der Linie. Ist eigentlich gar nicht so der starke Spieler. Also wie gesagt, Harper Williams ist eigentlich ihr Topscorer und sie haben noch einen dritten Amerikaner, Glenn Wisby heißt er. Aber der darf hier nicht mitspielen, weil in der Europa-Liga nur 2 Amerikaner erlaubt sind. Und das ist der zweitbeste Scorer. Und Chandler Thompson ist eigentlich von den 3 Amerikanern auch nur der drittbeste.
beste Top-Scorer im Team und deswegen überraschend, wie stark er hier aufspielt. Aber das kannte man schon aus dem Hinspiel gegen Berlin. Da war er auch der dominierende Mann bei Estudiantes. Handspiel riskant, aber auch schön. Trotzdem, so lang waren die Hände dann nicht von Ignacio de Miguel, um dieses Handspiel noch zu erreichen. Obradovic, da wird der Block gestellt, Pick and Roll von Hubmann, wollte er das spielen, aber dann bekommt er dann doch noch den Ball. Zwei Mann gegen Hubmann, der Wurf aus der Distanz, Hakenwurf, Rebound und da muss er noch reingehen im dritten Versuch. Ja, Heider Witzka, gut für die Offensiv-Rebound-Statistik und dann auch noch gut fürs Punktekonto. 55-53, Alba mit zwei vor. Von ganz weit weg, Aissa wird abgeblockt, Obradovic und dann verliert er den Ball. Natürlich. Schön geblockt, Aissa an der Dreierlinie. Und dann doch der Ballverlust. Nacho Azofra gegen Obradovic. Das Foul von Henrik Rödel, er hält sofort die Hand hoch. Vorsichtshalber der Wechsel. Rödel geht auf die Bank. Er schlägt ihm auf den linken Arm. Pause für Rödel. Und Marko Perisic mit der 7 wieder im Spiel. Rebound von Hubmann nach dem Fehler von De Miguel. Obradovic hinter dem Rücken. Glück in diesem Fall, dass Berlin im Ballbesitz bleibt. Schade, das wären natürlich herrliche Punkte gewesen von Obradovic. In dieser kritischen Situation auf dem Weg zum Korb von zwei Mann bedrängt, spielt er sich den Ball hinter dem Rücken frei. Jetzt wieder Pick and Roll, also Blocken und Abrollen zwischen Perisic und Hubmann ohne Erfolg. Unsicher da im Spielaufbau, der angehende Abiturient aus Berlin, Marko Perisic. Vater sagt, für die Schule büffeln muss sein, aber auch Basketball darf nicht vernachlässigt werden. Das Hauptgesprächsthema im Hause Perisic. Neben den Leistungsfächern Mathematik und Englisch. Hubmann, Rebound von gar keinem. Der Ball wird ins Ausgelenkt von Alexis Frey. Einwurf, gelb, Einwurf, Estudiantes. Da melden sich mal die Fans der Spanier. Wow, herrlich gespielt. Abgelegt auf Harper Williams. Wer war da zuständig? Und Offensivfoul. Gegen Steven Arikbabu. Offensivfouls bei Alba. Aber man muss die Schiedsrichter da in Schutz nehmen. Sie pfeifen bisher ausgezeichnet in dieser Partie. Schön aufgepasst da von Arikbabu. Dann fehlt natürlich hinten einer. Und da ist Platz für Ignacio de Miguel. Also unter dem Korb. Die Spanier jetzt wieder mit Erfolgen. Eigentlich doch das Revier der Berliner. Da wird schwach ausgeblockt. Und ganz im Gegensatz dazu der Block hier gegen Obradovic. Aber trotzdem Foulspiel gegen den Spanier. Endlich mal südeuropäische Atmosphäre im Sportzentrum. Foulspiel von Thompson an Sascha Hubmann. Und jetzt mach doch mal einen rein. Jawohl, wichtig jetzt für das Team. Nicht an die Fehler denken von vorher.
von Svetislav Kajic. Defense regiert. Schön melodisch, heißt, wenn man die
puren Basketballfakten sprechen lässt, eigentlich nur, dass ab jetzt für jedes Foul der Berliner die Madrilener an die Freiwurflinie dürfen. Auch wenn es nicht beim Wurfversuch passiert. So, versucht's doch mal über die langen. Hubmann beim Aufposten in der Zone. Versucht es doch einfach mal über die langen. Es kann doch nicht sein, dass man zwei Spiele lang gegen ein deutlich kleineres Team verliert, weil man die Stärken unter dem Korb nicht ausspielen kann. Öztürk mit 6 Punkten.
gilt eigentlich als guter Verteidiger. Carlos Jiménez, aber hängt sich heute auch ziemlich rein in der Offensive. Haben Sie Jiménez gegen Rödel, haben Sie also direkt einen Ihrer guten Verteidiger jetzt gegen den zurzeit heißesten Berliner gestellt und Hubmann ärgert sich, das hätte ein schönes Drei-Punkte-Spiel werden können, wenn der nur reingegangen wäre. Tolle Bewegung von Hubmann. Er hat viel gelernt in Berlin. Ein kleiner Seitenhieb nach Leverkusen. Wo er vorher war. Aber die Freiwurfschwäche ist immer noch die alte. Eins von sieben. Also sagen wir mal so, sechs Punkte hat Hubmann da quasi verschenkt an der Freiwurflinie bisher. Die wollen wir mal besser nicht dazu addieren beim oben links, pardon, oben rechts eingeblendeten Spielstand. Azofra, für meinen Geschmack zu ruhig in diesem Spiel, gerade in der Offensive macht er dazu wenig. Und dieser Jiménez, den muss man doch da wegblocken können, der wiegt doch vielleicht gerade mal, na, 85 Kilo, 90, 95, aber schauen Sie mal, da ist gar keiner in der Nähe. Drei Mann und sie haben alle einen Abstand von einem Meter zu Jiménez. Hat mit Ausblocken nicht allzu viel zu tun. Trotzdem noch die Überlegenheit bei Alba Berlin im Offensivrebound, aber gerade von Jiménez, da hat Madrid wieder einen nachgelegt. Wichtiger jedoch natürlich der Spielstand. Gute Verteidigung gegen Obradovic, da muss er einen schwierigen Wurf nehmen. Und dann das Foul von Sascha Hubmann, das ist die Nummer 4. Also zeigen Henning Harnisch, aber sie meinen Sascha Hubmann. Upsala. Also da hat doch Sascha schon den Arm gehoben. So kann man sich irren. Sollte man besser auf die sympathische Stimme der Hallensprecherin oder auf die Handzeichen des Schiedsrichters hören, als auf den eigenen Basketballverstand. Das Foul also an Harnisch und Chandler Thompson an der Freiwurflinie. Macht zum Glück nur einen. So, jetzt ist Harnisch wieder mit dabei in der Offensive. Und da wollen wir etwas mehr von ihm sehen und das weiß er auch. Übernimmt die Verantwortung, übernimmt die Initiative und zieht das Foul auf sich von Harper Williams in diesem Fall. Jetzt nicht, Henning, nicht jetzt. Von 5 von Henning Harnisch, 3 von 6, 50% von der Freiwurflinie. Fast zu wenig für Henning, 2 Punkte vor Estudiantes Madrid. Der Tabellenführer der ersten Basketball-Bundesliga gegen den Tabellenvierten der spanischen Liga. Gute Defense jetzt da, Obradovic. Ist er fast alleine und das Foulspiel von Jiménez. Gibt Schimpfe von den Kollegen. Ja, da ist er an Obradovic vorbeigeschlindert. Schön die Richtung gewechselt von Obradovic. Punkte von Obradovic. Macht auch den 16. 2:47. Schrittfehler. Schrittfehler Chandler Thompson. Wollen wir mal das gut anstreichen im Henning Harnisch in der Defense, dass er da Platz gelassen hat. Chandler Thompson wollte 1 gegen 1 an ihm vorbeigehen, er begeht den Schritt.
Mann, das war natürlich besonders wichtig für die Psyche. Sascha Hubmann mit 2 Punkten und damit führt Alba Berlin 2 Minuten vor dem Ende. Und ich warte eigentlich auf die Auszeit von Estudiantes Madrid. Schön abgeschirmt da in der Defense. Der Ball muss auf die Weak Side, auf die ballabgewandte Seite, um da einen neuen Angriff aufzubauen. Und jetzt muss man noch 3 Sekunden pfeifen. Da hat er noch die Parkscheine zentnerweise auf den Rücken kleben. Obradovic und das Foulspiel. Freiwürfe. Oh, die Madrilenen, sie zeigen da Nerven. Gar nicht so abgezockt wie im Hinspiel. Und Alba Berlin nach dem Gang durch das Feuer in der vergangenen Woche nach dieser überwältigenden Schlussphase gegen den Olympiakos Piräus. Oh, da ist die Auszeit von Madrid. Und können sie zum Glück noch nicht diktieren. Das machen noch 10 quicklebendige Basketballer und 2 hervorragende Referees, die wirklich ausgezeichnet hier geleitet haben am heutigen Abend. Auch das soll ja mal anerkennend ausgesprochen werden, auch wenn man immer wieder mal ein kritisches Wort zu den Schiedsrichtern hat. So, Obradovic, ein Fehler bisher, der sich nur erlaubt, von der Freiwurflinie. Beide drin. Kontakt zur Trainerbank. Was soll ich spielen? Fragt Azofra. 4 Punkte vor für Alba Berlin. Und jetzt der Rebound. Was ist beim Ausblocken passiert? Nicht wieder Öztürk. Nicht wieder Öztürk. Es ist wieder Öztürk. Ach, sie hätten den Rebound gehabt. Sie hätten den Angriff laufen können. Und wir wären so nah am Sieg gewesen in Madrid und an Platz 3 in der Gruppe B. Und jetzt Öztürk, da will er ausblocken. Wir haben ja auch mit ihm geschimpft, dass er es nicht tut. Aber doch nicht so. Zugegebenermaßen werden wir immer parteiischer in dieser Schlussphase. Und vergessen, dass die Madrilenen ja auch über weite Phasen der zweiten Halbzeit eine sehr gute Partie geboten haben und dass jetzt die Berliner anfangen, in der Defensive plötzlich zu schwimmen. Chandler Thompson. Jetzt suchen sie natürlich Thompson und Azofra, die Erfahrenen, die Coolen. Thompson für 3. Das ist der Ausgleich. 1:18 vor dem Ende und sie waren 4 vor, die Berliner, und hatten doch fast schon den Ball. Ihn besser nicht werfen lassen. Er ist mit seinen Gedanken, glaube ich, woanders. Harnisch für 3. Ihm gönne ich's. Und der Ball berührt doch nicht mal oder nur fast den Ring. Oh la la. Nicht Henning Harnisch hier als die tragische Figur. Jetzt sind die 5000 natürlich da. Jetzt sind sie da in den letzten 60 Sekunden dieses Spiels. Chandler Thompson. Schön rumgepasst, ja, und er kann treffen. Azofra, der ist gut von draußen. Warum lasst ihr den Jungen den da werfen? Und er darf noch eine halbe Stunde zielen. Offensiv-Foul, Henrik Rödel. Ich will nicht sagen, es ist gelaufen. Da ist mein Kollege Frank letzte Woche ziemlich mit auf die Nase gefallen mit diesem Satz. Aber es ist das 5. Foul von Henrik Rödel. Und es ist natürlich vor allen Dingen jetzt emotional gesehen eine mittelschwere Katastrophe. Und die Entscheidung auch diesmal korrekt. Ignacio Di Miguel steht und Henrik Rödel springt in ihn hinein. Henrik Rödel, hier sehen wir seine Statistik, 12 Punkte sind, würden sich nicht gerade ein Bein ausreißen, wenn sie uns mal kurz zeigen würden, wie viel hier noch zu spielen ist. Rebound beim Freiburg, das ist ja parallel zu der Situation von letzter Woche, aber dann doch der Ballgewinn von Alba. Was macht Obradovic? Er will natürlich die 3 Freiwürfe und Pesic macht den 2er. Jetzt muss das Foul wieder her. Oh, ist das hektisch hier. Ja, Obradovic war da gerade an der 3-Punkte-Linie, springt in den Gegner hinein, weil er 3 Freiwürfe haben wollte, weil der Rückstand eben 3 Punkte beträgt. So haben sie nur 2 Punkte gut machen können. Madrid führt mit 1, darf aber jetzt an die Freiwurflinie. Da sehen wir es doch mal. Er steht an der 3-Punkte-Linie und jetzt sieht er, dass Chandler Thompson auf ihn zukommt. Er springt in ihn hinein und will jetzt natürlich 3 Freiwürfe haben.
waren 2 Punkte durch Marko Perišić. Solo hay una explicación para tan extraño proceder. ¿Usted sabía que cuando la policía buscase su historial odontológico, encontraría el de ese pobre desgraciado? No, no es verdad. El doctor Thornburg le identificó a usted como el hombre que llevó a ese Doug Levitt a su consulta. El doctor Thornburg se ha equivocado. Usted engañó a ese pobre hombre sabiendo que iba a morir. Diane Becker apretó el botón, pero realmente fue usted quien le mató. Eso no puede probarlo, señor Matlock, y usted lo sabe. No. No puedo. Pero lo bueno es que puedo probar que mató a Diane Becker. Pensaba que Diane Becker se suicidó. Todo el mundo pensó que se había suicidado porque usted hizo que pareciera un suicidio. No, no es cierto. Usted fue a su casa esa noche y le obligó a tomar los somníferos y a beber whisky. Después limpió bien todas sus huellas y se aseguró de que las de ella estuviesen en el vaso y en el frasco. No, no es verdad. ¿Sabe usted qué es esto? No. Es uno de los somníferos de Diane Becker. El señor Conrad McMasters lo encontró en el suelo de su apartamento. Supongo que usted no se dio cuenta. ¿Sabe qué encontró la policía al examinarlo? 2 huellas. La de un pulgar y la de un índice. Y no eran de Diane. Eran suyas. No. Señor Levitt, esto se acabó. ¿Qué pasa aquí? Una pequeña fiesta, Bill. Se ha terminado el juicio y ha recuperado tu viejo empleo. Bueno, si lo quieres. Acepto encantado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias otra vez. Le enviaré mi factura. Por eso le doy la mano ahora. pH neutro limpia toda tu casa, incluso mármol, madera y parqué. Nuevo Don Limpio pH neutro, brillo fácil hasta en lo más delicado. Muy bien.
pronto vas a recibir una muestra de Vidal Sassoon Wash & Go con una nueva fórmula que deja tu pelo tan limpio que suena. Y tan manejable como tú quieres. Haz la prueba. ¡Hola, Buddy! ¡Hola! ¿Qué tal tu primera noche en el nuevo apartamento? ¡Fantástica! Vaya. Es la mejor casa en la que he estado. Incluyendo la noche en que me quedé encerrado en el almacén de la fábrica de embutidos. Hacía frío, pero... ¿cómo tan pez? En fin, no es la fábrica de embutidos, pero tiene antena. Bien. ¿Está amueblado? No, pero tiene ese cable que sale de la pared y llega justo hasta el televisor. Estará en un barrio menos peligroso que el anterior. No, el barrio es un poco peor, pero... tiene antena. Si no está amueblado, será más barato. Pues no, la verdad es que es un poco más caro, pero es lógico. ¿Tiene antena? Es estupendo que tenga antena. Anoche mismo pusieron Robocop, ¿la viste? Anoche no funcionaba la antena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows. Cheers. Your name. And they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Boy. Hola a todos. ¡Lon! ¿Qué puedo hacer por ti? Abrir los grifos de la cerveza y tomarte el día libre. Toma, Sammy. Oh, por fin. Mirad esto. Fijaos. Servilletas nuevas. Sí. ¿Qué es esto? Parece que llevan cosas escritas. Son las instrucciones. Lo que llevan escrito son preguntas del trivial. Desde que recuperé el bar no sabía cómo deciros gracias por vuestra promoción. Sam, sé que has querido emplear una expresión grandilocuente. Es maravilloso, pero creo que lo que querías decir es gracias por vuestra protección. Bueno, ¿y qué diferencia hay? Promoción es traer clientes. Protección es la manera de hablar que uno emplearía con un niño bobo. ¿Algo parecido a cómo me hablas a mí?